Ja gut, wenn du natürlich das Traumtor nicht hast, ist es natürlich hart. Aber wenn du sagst, Hollow Knights Endgame liebt Stachel-Platforming, das klingt dann so, als wäre es halt nicht nur dieses Gebiet hier. Und das macht mir dann sehr Es viel Angst. gibt dann noch eins, was schlimmer ist. Der Pfad der Schmerzen. Nicht direkt, aber ähnlich. Weil sonst wollte ich das nämlich eigentlich gar nicht wissen, dass es noch mehr Stachelpassagen gibt, außer die Gärten der Königin. Das, ja, stimme ich dann nämlich nicht gerade zuversichtlich, dass das so viel Spaß machen wird in nächster Zeit. Du trainierst hier schon mal. Aber ich finde nicht, dass das Spiel unfair ist. Na. Das nicht. Du kannst, es ist alles Also es machbar. ist manchmal ein bisschen sehr fordernd. Ich habe das Gefühl, ist da was rechts in der Wand? Oh no. Ich möchte es jetzt. Wo ist rechts in der Wand? Da, wo der festhing. Ach so, Ob man nein. danach rechts in die Wand kann. Also manchmal ist es wirklich sehr anstrengend und sehr fordernd. Ja. Aber unfair würde ich jetzt nicht Du sagen. musst halt genug Zeit reinstecken wollen, ist die Sache. So sind die eigentlich ganz angenehm. Ja, so schon. Nein. So. Mit denen habe ich es echt nicht. Aber ob Kai jetzt nur das Gebiet meinte oder allgemein vom Endgame gesprochen hat, möchte er mir immer noch nicht verraten. Dann nicht. Dann hoffe ich einfach mal, dass nicht allzu viele Stachelpassagen mehr kommen. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wie er schießt, einer fliegt ziemlich gerade auf dich zu und auf der anderen Seite fliegt er etwas schräg über dir. Ach stimmt, da war ja noch der Weg. Ja, stimmt. Der zu war. Ah. Dann wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wo ich noch weiter sollte. Wenn wir Dann jetzt brauchst du mal. wohl erst die Fähigkeit, um da durchzukommen, um hier überhaupt im Nebelgebiet weiterzukommen. Weil hier geht's zur Nebelschlucht. Da ist eine Sackgasse, da geht's zurück zur Pilzöde, da geht's unten zum Tiefnest. Und hier war ja zu. Dann musst du wahrscheinlich hier wirklich durch und die Fähigkeit dir dafür erst holen. Wusste ich nicht, dass man die hier wirklich schon braucht. Weil das war ja in der Nebelschlucht, war auch, glaube ich, irgendwo eine Barriere, aber gut, man kann Eigentlich ja. nur, um Ne? dich davon fernzuhalten, zu früh da reinzugehen. Ja. Dann kann ich hier wohl erstmal nicht mehr machen. Dann müssen wir zur Hirschkäferstation zurück. Okay. Das war dann vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich. Boah, du hast schon fast das gesamte Gebiet erforscht. Schon, aber ich konnte es halt leider nicht abschließen. Das kannst du sicher gleich noch, wenn du die Fähigkeit holst. Jetzt muss ich nur leider hier wieder durch. Ich will hier nicht durch. Der Hinweg war schon so blöd. Nee, du. Das ist nicht so. Es ist ein Gebiet, was potenziell richtig, richtig schön hätte sein können, so wie der Grünweg. Aber es irgendwie einfach nicht geworden ist, weil es zu viele Stacheln hier gibt. Etwas zu spät. Warum bin ich hier schon wieder? Ich hasse diese Passagen. Das war dumm. Manchmal frage ich mich ja wirklich, als die. Ich komme da einfach nicht hoch. Als die Leute gesagt haben, ich soll Hollow Knight spielen und so, ob die. Spring drüber bitte einmal rüber. Ob
die nicht dran gedacht haben, dass das Spiel einige von diesen Passagen hat und sich gedacht haben, ach ja, ist nicht weiter schlimm. Also ich finde das so witzig, dass die Leute alle so besorgt waren, ob ich Hollow Knight überhaupt spielen möchte in Bezug auf die Bosskämpfe, weil die knackig sind. Aber niemand hat im Vorfeld mal hinterfragt, ob ich nicht eventuell das Kotzen kriege bei diesen Stachelpassagen. Obwohl jeder weiß, dass ich die abgrundtief hasse. Das frage ich mich wirklich, warum alle so besorgt mit den Bosskämpfen waren. Aber wussten die Leute nicht, dass du die Stachelpassagen nicht so sehr magst? Ich meinte jetzt so Leute wie dich oder Kai oder ich Alex wusste, oder... Ich wusste nicht, dass du so eklig, weiter unten, glaube ich, war die Hirschkäferstation. Dass du es so schlimm findest hier mit den Platforming-Passagen, weil du dich eigentlich verdammt gut schlägst. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, du wolltest eigentlich sagen, ich konnte ja nicht ahnen, dass du so schlecht in diesen Passagen bist und hast versucht, es nett zu verpacken. Nein, du bist gut. Deswegen, weiß nicht. Ich finde jetzt nicht, dass du so viele Probleme damit hast. Wenn man es nicht auf Anhieb schafft. Dann ist es irgendwie auch... Ich weiß nicht, diese Passagen immer wieder machen muss. Ich damals in die Stacheln gesprungen bin. Immer und immer wieder. Ja, das hier? Ja. Ich war also klar, dass man die Passagen nicht auf Anhieb schafft, aber mich macht das wirklich aggressiv. Nicht, wenn ich bei Bosskämpfen 20 Mal sterbe. Mich macht das wirklich aggressiv, wenn ich zweimal in die Stacheln springe. Also allein, wenn ich schon zweimal in die Stacheln springe und Schaden nehme oder auch sterbe, es macht mich so... unglaublich wütend einfach. Weil das ist so eine Friemelarbeit irgendwie dann so. Du hängst dann an der Kante mit deinem Vault und bist so, um dich irgendwie genau richtig zu positionieren, um dann drüber dashen zu können. Und nee. Also es klappt irgendwie. Und ich mache es wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt langsamer als manch anderer. Ich glaube, es geht eigentlich. Aber es ist so. Ich weiß nicht. Nicht mein Hobby. Überhaupt nicht. Da möchte ich den Controller am liebsten immer so wegschmeißen. Schmeiß ihn lieber zu mir rüber. Ich glaube, das ist halt auch das Lustige. Bei Bosskämpfen bin ich ja eigentlich, abseits von dem Spinnenboss jetzt, weil das hat andere Gründe gehabt, nie so, dass ich nach 20 Versuchen sage, nö, ich habe keinen Bock mehr, Jan, mach du das. Nie. Bei den Stachelpassagen bin ich nach 2 Versuchen schon so, eigentlich würde ich ja schon gerne das nicht mehr tun. Na? Das ist irgendwie... interessant. Was machen wir denn jetzt? Das ist überhaupt die andere Frage. Wir können ja nichts in den Gärten der Königin mehr machen aktuell. Nee, dir fehlt da noch so eine Fähigkeit für. Gut, wir wollten ja für den nächsten Stream überhaupt erstmal eine Liste machen, wo ich halt alle möglichen Kleinkram noch nachholen kann. Von den großen Sachen hätten wir Matroschka, Zote, Kolosseum, Träumer. Und die Fähigkeit. Ja, die also damit nichts zu tun hat. Nee. Soll ich dir sagen, wo so ein Hinweis, wo du da nochmal suchen könntest? Die Sache ist, die Träumer sind ja vermutlich wichtig, um durchs Spiel durchzukommen. Ich frage mich halt gerade, ob du das Spiel auch durchspielen könntest, ohne diese Fähigkeit zu holen, also ohne die Gärten der Königin abzuschließen. Rein theoretisch ja. Weil wenn nicht, hätte ich ja gesagt, dass ich eigentlich ja selber drauf kommen müsste, wo es die gibt, wenn ich ohne nicht weiterkomme. Also um das Spiel allgemein abzuschließen, brauchst du die nicht, meine ich. Huh. Wo könnte ich denn vielleicht mal ungefähr... Hast du einen richtig schönen Tipp? Weißt du, wenn du immer in die Stacheln fliegst, ne? Ja. Dann fühlst du dich, als wärst du am Boden irgendwann. Aber du warst noch nicht ganz am Boden. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ganz am Boden war. Was war denn, was habe ich denn in den Palastgründen markiert? Ein Traum, in den du nicht rein kannst. Achso, der ist also nicht ganz so spannend. Aber am Boden ist für mich halt schon das uralte Becken. Eigentlich, weil das ist halt... Aus irgendwelchen Gründen habe ich an bodenlose Schlucht gedacht, aber es gibt kein Gebiet, was so heißt. Also ist schon, wenn dann, das uralte Becken. Aber wenn ich so auf die Karte gucke, was ist denn hier? Was ist das? Da bist du nicht weitergegangen. Warum nicht? Weil dich da eine Tür blockiert hat. Wo es hieß, nur irgendwie sowas wie nur der mit dem Mal des Königs kann vorbei. Hm.
das habe ich. Vergisst man ganz gerne mal. Ja. Das ist tatsächlich eine bodenlose Unverschämtheit. Du könntest aber noch zur Oberstätte gehen und dir noch eine Belohnung abholen. Für 1500. Das stimmt. Wenn du eh gerade dabei bist, hin und her zu fahren. Also ich fand den Tipp gut. Ja, er hat mir ja auch geholfen. Nur ich hatte jetzt auf Anhieb da nichts gesehen. Mhm. Die Sache ist halt, du vergisst sowas, glaube ich, auch extrem schnell, weil du es irgendwo zwischendurch mal aufsammelst, wenn du ganz woanders gerade bist und denkst dann gar nicht dran, dass du das da eventuell brauchen könntest. So. Oh, er steht kurz davor, vollständig zu erwachen. Gehe weiter deinen Weg, Träger. Ich weiß nicht, was dich führt oder welcher Wille dich vorantreibt. Wenn du 1800 Essenz gesammelt hast, werde ich jedoch hier auf dich warten. Nimm dieses Geschenk. Oh! Danke. Mhm. Dann bei 1800 wieder. Mhm. Du siehst nachdenklich aus. Ich überlege gerade, wo die anderen beiden Maskenscherben sind von diesem Ding. Also eins wüsste ich spontan, aber das andere fällt mir gerade nicht ein. So. Aber wir haben... Was ist denn das? Die versteckte Station? Das, was ganz unten rechts ist. Ja. Wir haben ja zumindest schon mal einen Minikampf gemacht gegen den Flummi. Der passt irgendwie zu den Flummi-Zecken. Hätte jetzt gedacht, die Gärten der Königin haben auch noch einen Boss. Also muss natürlich nicht, aber hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Weil ich sag mal... Eigentlich hätten wir die Grenze des Königreichs vielleicht sogar vor der Kristallspitze machen sollen. Und die Kristallspitze hatte halt keinen Boss. Also, ah ja, hätte ich gedacht, ne, vielleicht haben die Gärten dann wieder einen. Vielleicht kommt der ja auch noch. Ah, okay. Ich weiß wieder, wo dann hätten wir heute vielleicht den Kriegertraum, dann den Boss von den Gärten, dann vielleicht noch Matroschka und noch Zote vielleicht. Das wäre halt schon echt viel, ne? So, wo bin ich denn jetzt? Der. Dann... Du gehst nach oben. Dann möchte ich hier runter. Kannst du gleich nochmal die Tafel lesen, dann siehst du, was der da von dir verlangt hat. Oh, der hat einen Schlag überlebt. Kommen Sie her. Oh, nur einen. Man weiß nie, wofür man die Seele mal gebrauchen könnte. Mhm. Ah ja, ich erinnere mich. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Hinter diesem Tor liegt einzig der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Das ist sogar das Zeichen da links. Oh. Also wenn man das wirklich so komplett ohne Hilfe und ohne Guides spielt, muss man da teilweise schon ziemlich suchen oder sich viele Notizen machen. Ich würde dir empfehlen, bevor du runtergehst, mach dir hier einen Teleportpunkt. Okay. Spart später ein bisschen Arbeit. Die du vielleicht siehst, wenn du jetzt langsam dich darunter arbeitest. Mhm. Da hat ja wieder jemand Spaß mit Stacheln gehabt. Hallo? Ich sehe absolut nichts. Kann ich hier einfach runterspringen? Mehr oder weniger, ja. Ab und zu sind irgendwo Stacheln, aber meistens kann man recht safe runterspringen. Außer du landest einen Gegner. Aber. Okay. Ach nein, ich hab's auch nicht so aufgefasst, dass mich irgendwer leiden lassen wollte damit. Weiß nicht. Boah, das Geld. Das würde ich auch, glaube ich, nie irgendwem von euch wirklich zutrauen, dass jemand sagt, oh, ich empfehle das Spiel jetzt einzig und allein, weil ich weiß, dass sie sich da schwer tut mit den Passagen. Also da gibt's natürlich Leute, aber das ist ja Quatsch. Ich sehe es einfach mal als Kompliment, dass Leute mir das Spiel empfohlen haben und diese Stachelpassagen einfach komplett ausgeblendet haben dabei und der Meinung waren, ah, vielleicht werden die Bosskämpfe höchstens hart, weil ihr einfach alle gedacht habt, dass ich die Stachelpassagen einfach alle richtig gut mache. Ging hier davon aus. Also wenn ich sehe, wie gut du einfach so im Vergleich zum Anfang einfach immer besser wirst, ich weiß nicht, ich gehe ich davon aus,
dass du das auch. Ich glaube, auch selbst der Pfad der Schmerzen, den würdest du irgendwann schaffen, wenn du genug Geduld hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Bosskämpfe mache ich eigentlich ganz gut. Mhm. Mal mehr, mal weniger, ne? Kommt immer so drauf an. Aber für die vom eigenen Empfinden her habe ich das Gefühl, dass ich mich in den Stachelpassagen katastrophal anstelle. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich diese Passagen einfach überhaupt nicht mag. Und mir das deswegen nicht so viel Spaß macht, wie Bosse verprügeln. Ich sehe gerade, im Stream sieht man das sogar den Hintergrund etwas besser als bei dir. Stimmt, bei mir ist es sehr viel dunkler, ich kann nur um mich herum so ein bisschen was sehen. Hm. Na? Du kommst zum besten Gebiet, ja, nachdem wir festgestellt haben, dass die Gärten der Königin definitiv nicht das beste Gebiet sind, weil die irgendwie 1 Million Stacheln bei Ikea bestellt haben. Und einen Flummi als Zwischenboss reingestellt haben. Auch bei Ikea gekauft. Wobei, der Flummi war ganz witzig, aber war eher so... Der wollte nur mit dir spielen. Das war so... Der wollte nicht mit dir kämpfen. Also... Ist ja nicht sein Problem, dass du seine Schläge nicht aushältst. Ich fand bislang alle Kriegerträume ganz cool und auch gar nicht so einfach, aber der war irgendwie so... Was tut er da eigentlich? Spielen. Alle anderen haben wirklich gegen dich gekämpft und versucht, dich zu töten. Der wollte einfach nur... Das ist wie so ein Riesenbaby, was auf dich zugerollt ist. Was habt ihr alle gegen Marmu? Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt auch eher so, ja, Der hat halt immer das Gleiche gemacht. Der hatte keine Abwechslung im Moveset. Mhm. Und er war ein bisschen anstrengend, ne, weil du ihm wirklich am Arsch kleben musstest und dann immer piu, 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 piu. Aber ich weiß nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich Hass verspüre. Also das geht noch. Fand ich den Grimmschlund schlimmer. Was hat er nochmal jetzt gemacht? Flummi nichts. Gespielt. Der hat das gemacht, was der Dung Defender gemacht hat. Tiu, 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 tiu. Hoch, runter, hoch, runter. Mehr nicht. Die ganze Zeit. Und du musst ihn halt treffen. Wir reden nochmal über Marmo im Pantheon 5. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Pantheon 5 nicht machen werde. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Außerdem muss ich nur 3 machen, damit Jan mir einen Kuchen backt. Du erinnerst dich? Echt? Ich sollte einen Kuchen backen, wenn du es schaffst? Ja. Okay. Erinnerst du dich da nicht mehr dran? Ich wusste noch, du wolltest unbedingt zumindest die 3 schaffen, aber ich wusste nicht mehr warum. Ach so. Aber gut, dann backe ich den Kuchen, wenn du es schaffst. Okay. Guck mal, die erinnern sich auch noch dran. Oh, das war etwas unelegant. Das. Okay. Der Abgrund, ja. Das war all according to Keikaku. Mhm. Ja, was? Ich war auch nicht fertig! Dass ich zwischendurch geschrien habe, war auch alles all according to Keikaku. Ich meine, gut, sie haben gesagt, die ist so ein bisschen, naja, die Resteverwertungsanlage, wo wahrscheinlich so die restlichen Gefäße... Kekakumins Abgrund. Rumfliegen. So ein bisschen die Hollow Knights, die es dann doch nicht so wirklich geschafft haben. Ob wir hier auch potenziell hätten landen können? Also links ging's weiter und rechts geht's auch weiter. Ist egal, wo ich glaube. Oh, der macht 2 Schaden. Ist egal. Nach links? Ja. Und die geben dir übrigens auch keine Seele. Traurig. Nee, also die Gärten der Königin sind immer noch echt schick, aber zu viele Stacheln. Das Gebiet hier ist auch echt schick, aber es ist mir ein bisschen dunkel. Lustigerweise bei euch sieht man das viel besser. Also ich kann, wenn ich jetzt hier gerade stehe, bis zu dem Ding hier gucken. Danach ist für mich alles pechschwarz. Im Stream nicht. Im Stream nicht. Also da siehst du wirklich bis zum Rand des Bildschirms. Für mich ist es sehr viel dunkler als für euch. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, aber... Aber es ist auf jeden Fall atmosphärisch gemacht. Da kann man nichts gegen sagen. Sehe die Gesichter in den Kokons. Grad oh Grad. Mhm. Die Frage ist jetzt... Fun Fact, du hast eine Attacke, die kann das auch. Was? Die so aussieht. Okay. Dein Zauber nach oben. Ah. War das jetzt der subtile Hint, dass ich das machen soll? Ja. Okay. Also muss ich nach oben drücken und dann A? Ja.
Weil ich nie im Leben drauf gekommen wäre? Wahrscheinlich nicht. Aber die sehen halt eben von der Form aus wieder einen Angriff. Okay. Der Abgrundschrei. Drücke kurz A, während du hochhältst, um den Schrei zu entfesseln. Zauber verbrochen Seele, bliblablub. Also ist einfach jetzt geupgradet worden. Yes. Kann ich damit jetzt die schwarzen Barrieren kaputt machen? Nein. Oh. Es war einfach nur eine stärkere Version von deinem Schrei. Den ich nie benutze, aber okay. Wie allgemein Magie, die du nie benutzt. Die wahrscheinlich fast niemand benutzt in seinem ersten Playthrough. Die Sache ist, ich finde die Magie voll cool und so. Ja, ich würde die auch viel öfter benutzen. Aber ich brauche es immer zum Heilen. Mhm. Oder ich hab's halt lieber gerne zum Heilen. Also ich glaube, wenn ich nochmal 100 spiele, würde ich auch sehr viel mehr Magie mal verwenden. Ich benutze auch hier die hier. Mhm. Nie wirklich. Das dauert immer zu lange zum Aufladen. Wobei, Edler meint... Hallo? Meint es, dass man die durchaus benutzen kann mit dem richtigen Talisman? Mhm. Ey, trinken die da gerade oder was ist... Nein, die peitschen nach dir. Ach so. Und ich dachte, ich muss das nicht persönlich nehmen. Ich bin halt generell immer ein großer Fan von Magie. Magie ist schon cool, aber... Nicht, wenn die Magie auf dem gleichen Slot läuft wie deine Heilung. Nicht, wenn ich dann potenziell krepieren kann. Na? Der Abgrund. Gibt's hier eigentlich auch nochmal eine Karte oder gehört das einfach mit dazu? Zum alten Becken, glaube ich, gehört's einfach. Okay. Dann geht's nach oben. Da ist der Abgrund. Aua! Respawn die? Ich glaube schon. Ich weiß nicht nur, ob in dem Raum eben. Oder auch hier. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil die einfach so als kleine Seelen in den Boden fallen. Könnte ich mir vorstellen, dass die auch irgendwann wiederkommen. Ja, da ist ja gerade einer respawned. Hi. Aber zum Glück machen die nichts anderes, außer auf dich zuzufliegen. Oder dich verlieren. Aber ich finde es cool, dass hier nicht alle gleich aussehen. Saved. Saved. Das war, ja. Ihr wisst schon. Kann ich das kaputt machen? Du kannst auch den Schalter hauen. Das könnte ich auch tun. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon Schiss, dass ich draufgehen könnte. Okay. Was nun? Kannst du mal runter zurückgehen. Okay. Das waren halt schon ein paar. Ist das der richtige Weg noch? Mhm. Okay, es sah irgendwie so tief aus. Die jetzt alle weg durch das Licht? Kann ich da rein? Das ist Wasser. Sie mögen das Licht nicht so ganz. Geh nicht ins Licht. Es war schon tense. Ja, für mich auch. Aber dadurch, dass die halt immer wieder respawnen und halt gut Schaden machen und auch zwei Hits, glaube ich, aushalten, wollte ich jetzt mich auch nicht dahinstellen und... Ne? Wer hat noch nicht, wer will noch mal machen? Ist da oben eigentlich noch was in dem Raum? Hier? Nee, doch nicht. Okay. Oh. Wo bin ich mittlerweile eigentlich gelandet? Nö! Ich bin kurz legitim erschrocken. Oh. Kannst du da nach oben weiter? Ah, das war das, was ich, wo ich wusste, dass irgendwo noch so ein kleines Geheimnis ist. Huh. Ah, wenn man meint. Und flop. Gehen wir jetzt erst oben oder unten lang? Unten war ja nichts. Also konntest du ja nicht durch. Ach so. Da waren die Peitsche-Dinger. Ich hatte mir die Peitsche-Dinger jetzt nicht so genau angeguckt.
War das so gut? Okay, ich habe gerade alles gedrückt, um irgendwie da rauszukommen, aber war scheinbar nicht so schlimm. Schattenumhang. Drücke ZR, um in Schatten gehüllt vorwärts zu sprinten. Benutze den Umhang, um durch Feinde und deren Angriffe zu sprinten, ohne Schaden zu nehmen. Das ist schon nice. Und sieht auch ziemlich cool aus. Kostet mich das irgendwas? Nein, aber du hast einen kurzen Moment, bis du es wieder einsetzen kannst. Wie gut, aber es gilt nicht für den Kristalldash. Mhm. Geh nur mal kurz unten zu den Tentakeldingern. Durchdashen. Mhm. Ein arkanes Ei, was? Money! Money! Oh ja, stimmt, das ist da auch mit in der Liste. Das ist ja cool, dass man da keinen Schaden nimmt. Das kannst du da oben in dem Geheimraum nochmal. Ja, stimmt. Die Fähigkeit ist schon praktisch, ja. Die Frage ist jetzt, wo waren die Barrieren überall? Aber ich denke, wenn wir die Liste machen, wo ich noch backtracken kann, dann werden wir wahrscheinlich sowieso noch darauf zu sprechen kommen. Okay. Okay. Ein Abdruck des gestaltgewordenen Abgrunds. Du hast nämlich gerade den Eintrag für diese Tentakeldinger bekommen. Aha. Weil man die nicht normal bekämpfen kann. Jetzt kann ich mich wieder rausporten. Jetzt könntest du dich nicht rausporten, einfach du hast alles hier unten. Angenehmer als. Dafür ist halt dieser Teleport ja gut, weil sonst hättest du den ganzen Weg dann nochmal hochklettern müssen. Und ich glaube, auf dem Weg nach oben greifen dich die Schatten auch an. Hi. Hi. Als ob die genau weiß, wo mein Teleporter ist. Jetzt mal ernsthaft, was ist denn, wenn ich mich nicht teleportiere? Wo steht die dann? Auch hier oben. Ich muss ja zwangsläufig hier dran vorbei. Also es ist schon ziemlich perfekt geparkt. Ja. Geist, du hast dich also deinem Geburtsort gestellt und umhüllst dich jetzt mit seinem Schatten. Unsere Kräfte haben ähnlichen Ursprung, aber diesen Teil von dir, diese essentielle Leere, haben wir nicht gemeinsam. Komisch, dass solche Dunkelheit mir Hoffnung gibt. In ihr sehe ich die Möglichkeit auf Veränderung. Dir steht eine schwierige Reise bevor, doch sie könnte dir auch eine Wahl eröffnen, den Stillstand unserer Welt zu erhalten oder in das Herz ihrer Krankheit vorzustoßen. Das war gerade voll der Hint aufs Ende. Mhm. Also, dass wir in gewisser Weise auch, sag ich mal, eins von vermutlich vielen möglichen Gefäßen sind, sollte mittlerweile eigentlich recht offensichtlich sein, weil wir jetzt ja auch schon öfters irgendwelche Gefäße gesehen haben, sei es jetzt wirklich hier in diesem Gebiet, mit den ganzen schwarzen Seelen oder auch das verlorene Kind, ne? Dementsprechend, dass wir wahrscheinlich nicht so wirklich der Hollow Knight sind oder wenn dann halt auch einer von vielen einfach nur. Das ist, glaube ich, recht klar. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie einem jetzt so ein bisschen den Hint gegeben hat, wie das Spiel enden könnte, weil ich weiß, das Spiel hat verschiedene Enden. Mittlerweile, glaube ich, auch noch mehr durch DLCs. Mhm. Aber es hatte, glaube ich, von sich aus auch schon verschiedene Enden. Und dass sie jetzt so ein bisschen aufgezählt hat, was möchtest du machen? Möchtest du die Welt wirklich so beibehalten, wie sie jetzt ist? Was irgendwie ein bisschen scheiße wäre. Oder möchtest du der Sache auf den Grund gehen und so? Das finde ich ganz interessant, dass sie da so ein bisschen drauf angespielt hat, scheinbar. Ich würde dich bitten, den schwierigeren Weg zu wählen. Doch am Ende liegt die Entscheidung bei dir. Ich würde dich wählen, das True Ending des Spiels zu holen, aber musst du am Ende wissen. Was denkst du so? Es stellte sich der Leere und steigt unversehrt hinauf. Könnte es eine solche unermessliche Dunkelheit vereinen? Naja, hinaufsteigen sind wir jetzt nicht. Wir haben eher einen anderen Weg genommen. Aber es ist jetzt schon so ein bisschen der Hint, dass es jetzt aufs Ende zugeht. Mhm. Jan, wie komme ich hier wieder raus? Rechts. Geil. Du hast... Woher hast du den Talisman? Wahrscheinlich noch nicht, weil du das Ding jetzt erst bekommen hast. Es könntest einen praktischen Talisman für den den Schattenumhang holen. Sehe ich aus, als wenn ich Platz dafür hätte? Nein. Gut. Okay, dann eben nicht. Wobei, dann beim Nachholen einfach. Aber es gibt einen sehr praktischen Talisman dafür. Nicht. Ich frage mich halt wirklich, darauf will ich jetzt keine Antwort, ob ich noch mehr Sockelplätze bekomme oder ob ich mich mit dem rumquälen muss, was ich habe.
Wobei ich schon sehr zufrieden bin mit dem, was ich habe. Ich würde halt immer noch gern das Zeichen des Stolzes lieber reinnehmen, weil das, glaube ich, ein bisschen besser ist als der Langnagel. Und ich habe halt auch immer noch so ein paar Sachen, so hier, die echt gut sind, aber ich habe halt einfach keinen Platz dafür. Weil ich leider ein orientierungsloses Opfer bin und meinen Wegkompass auf jeden Fall brauche. Allerhöchstens halt für Bosskämpfe könntest du den mal rausnehmen. Ja. So. Klingeling. Achso, du bist schon da. Perfekt. So, das heißt, jetzt könnten wir zurück in die Gärten der Königin. Jo. Weil alles andere, da gibt es klar auch noch irgendwo Barrieren, aber das wird dann beim Backtracken wahrscheinlich sowieso auffallen. Die Sache ist, wie kommt es am angenehmsten wieder zu dem Punkt, wo die Barriere war? Wo war die Barriere überhaupt? Da. Aber der Raum war schrecklich. Und ich glaube, der Weg da hoch auch. Ich frage mich, ob es vom grünen Weg angenehmer ist, quasi einfach da rein und dann da runter zu fallen und dann links rein. Können auch vom grünen Weg. Die Frage ist nur, wie weit ist das vom grünen Weg aus entfernt? Gucken. Aber interessant, dass die Gebiete recht ähnlich sind. Das eine. Ich habe das Gefühl, die Gärten der Königin sind einfach der Hard Mode vom Grünen Weg. Irgendwie. Oder der Hard Mode von der Pilzöde und dem Grünen Gott, Weg. das ist ja auch ewig weit weg. Aber die Wege sind netter. Ich gehe jetzt hier lang. Also die Gebiete sind halt echt nah beieinander, aber das eine kommt halt sehr viel später. Es kommt mir halt wirklich so ein bisschen einfach wie der Hard Mode vor. Muss ich eigentlich hin? Runter. Runter. Der Grünweg ist immer noch richtig toll. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch länger, aber dafür vielleicht ein bisschen angenehmer. Denn letztendlich würde ich jetzt einfach mal so behaupten, niemand von euch sieht es gerne, wenn ich mich aufrege. Also vielleicht so ein bisschen aus Schadenfreude, aber prinzipiell sind wir doch alle sehr viel glücklicher, wenn alles schön entspannt abläuft. Wobei, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich manchmal schon echt witzig, wenn ich mich aufrege, oder? So. Ich habe nur meine Frage vergessen, deswegen weiß ich nicht, wie ihr jetzt gerade darauf antwortet. Niemand mag es, dass ich mich aufrege. Ah ja, dann war die Antwort richtig. Wobei man kann sowohl mit Ja als auch mit Nein beantworten. Puh. Wurde weggeschoben von deinem Knie. Oh no. Das Evil Knie. Das war quasi Evil Knievel. Bei dem schlechten Witz musste ich erstmal ausweichen. Würde ich auch machen. Woher war Evil Knievel eigentlich? Ich weiß Ich es habe mir das nicht. nicht ausgedacht. Ich habe das irgendwo her, aber ich weiß Ach ja, nicht ich komme da woher. rein. Ich kenne das auch.